Trotz der wichtigen und aktiven Rolle, die entgegen der landläufigen Vorurteile vieler Europäer der Frau in der arabisch-islamischen Gesellschaft zukommt, geschieht es doch manchmal, dass ihr einiges vorenthalten bleibt. Vor 1970 waren beispielsweise nur 909 Buben an drei Schulen in Oman registriert, kein einziges Mädchen. Im Schuljahr 1991/92 hingegen waren von den insgesamt 387.000 Schülern 47% Mädchen. Die heutige Regierung rechnet also fest mit der Beteiligung der Frauen beim Aufbau des Staates. Erklärtes Ziel des Herrschers ist die Omanisierung der Arbeit, das heißt, alle für den Aufbau, die Verwaltung und Erhaltung des Landes notwendigen Arbeiten sollen, sobald es geht, von Omanis ausgeführt werden. Hierbei werden die Frauen ohne Unterschied beteiligt. Das zeigt sich dem Besucher gleich am Flughafen. In Oman werden Frauen auch bei der Grenzpolizei beschäftigt. Eine einmalige Erscheinung im Vergleich zu fast allen anderen arabischen Golfländern. In der Musik war das von alters her so. Die Frauen haben immer schon ihre Künste bei allen Anlässen und im ganzen Land durch die Jahrtausende omanische Geschichte hindurch ausgeübt. Dies zeigt nicht nur die Vielzahl von Frauengruppen, die es heute im Lande gibt, sondern auch die zahlreichen musikalischen Gattungen, die ausschließlich von Frauen ausgeübt werden. Eine der uralten weiblichen Musikdomänen war und ist die Hochzeitsfeier. Wir hören jetzt Hochzeitslieder aus dem Gebiet von Al-Mudibi im mittleren Oman. Eine kleine Gruppe von Frauen singt die Strophen, während der Rest den Refrain wiederholt. Das Ganze ist in einfache Achterperioden gegliedert und von einem lebhaften Rhythmus begleitet. Die häufigen Synkopen und Zurufe der Mädchen bringen viel Abwechslung in die sich ständig wiederholenden Melodien.